Moin, Freunde des Bullingsports! Heute machen wir mal ein Video, das ist was ganz Besonderes, da freue ich mich richtig drauf. Wir haben eine Riesenauswahl an Gartenpullern zu Gast. Wir klären heute mal, was es für Gartenpulling-Klassen gibt. Wir stellen Trecker vor. Ach, wir machen ganz viel heute. Und ich würde sagen, legen wir einfach los. Gartenpulling ist 1997 in Deutschland entstanden, wurde eingeführt aus den USA und hat sich dann, ja, ich glaube 1998 war die erste Saison, die dann wirklich gefahren wurde. Damals gab es zum Beispiel noch keine freien Klassen, sondern wir waren dann im Standardbereich und daraus hat sich dann halt ja, dieser unheimlich variantenreiche Sport entwickelt oder die Sparte des Sportes. Ja, und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, wir stellen mal die Klassen nach und nach vor. Was da die Besonderheiten sind, welche reglementtechnischen Sachen zu beachten sind. Und ja, fangen wir einfach mal an. Starten wir mit der ersten Klasse. Die erste Klasse des Gartenpullings ist Stock oder Standard 500 Kilogramm. Neben mir steht der Till. Sein Trecker haben wir hier. Ist amtierender deutscher und Europameister. Ja, auf die einzelnen Trecker gehen wir nochmal, ich denke mal in kurzen separaten Videos gehen wir da nochmal ein. Jetzt machen wir erstmal die Klassen. Wie gesagt, 500 Kilo Standard. Das heißt, wir haben einen Trecker, der aus dem Garten- und Landschaftsbau kommt. Die Leistungsklasse liegt oder ist reglementiert auf 25 PS. Das heißt, man hat ungefähr zumindest leistungstechnisch hat man Chancengleichheit. Die 500 Kilo, das ist das zulässige Gesamtgewicht, wird grundsätzlich in allen Klassen, in allen Traktorpulling, Gardenpulling, Farmpulling-Klassen immer mit Fahrer voll betankt gewogen, also wie das Teil nachher auch vom Bremswagen steht. In der Regel oder oft wird in diesen Treckern ein Zweizylinder-Cola-Motor gefahren. Und was ist bei euch für einer drin? Ein Dreizylinder-Yanmar. Da ist ein Yanmar-Motor drin. Du sagst, der ist in... Wo ist er gefahren? In Japan, in den Reisfelder früher? Ja, das war ursprünglich der Trecker. Und der Motor kommt aus einem, ich glaube, Mini-Radlader. Okay, das heißt, ihr habt in diesen zum Beispiel einen anderen Motor reingeschraubt. Ja. Also das kann man schon machen, aber das Grundgerüst, das muss wirklich ja, Gartenlandschaftsbau sein. Ich sag mal, hier lernt man wirklich das Fahren eines Treckers drauf, weil die Leistungsklasse oder die Leistung ist meistens identisch oder sehr, sehr ähnlich bei den Treckern in der jeweiligen Klasse. Hier muss man ganz viel mit Ballastierung machen, fahrerisches Können. Ich zeige euch hier einfach mal ein Video von dem Lauf. Schön auf Deutz-Optik gebauter Traktor. Erster nächste Starter in dieser kleinen Klasse. Richtig toll aufgebaut, der Traktor sieht fantastisch aus. Der ist hier zügig unterwegs auf der linken Seite der Bahn, kämpft er sich hier die Bahn hinauf und versucht hier die Full-Bull-Marke zu erreichen. Da kann er locker flockig vom Gas gehen. Und ich sag mal, das ist natürlich die absolute Einsteigerklasse, das ist richtig cool für die Nachwuchsförderung. Diese Trecker kann man auch schon mit 8 Jahren fahren und ja, da kann von klein auf hat man dann wirklich, ist man in dem Sport drin, lernt alles, worauf es ankommt. Und das macht diese Klasse halt wirklich so spannend und interessant. Nächste Klasse. Wir sind jetzt in der freien Klasse und zwar 500 Kilogramm. Haben wir mal 4 Trecker hingestellt. Bei einem fehlt der Motor. Warum, weiß ich nicht. Ja, wir haben auch hier einen amtierenden deutschen Meister, einen amtierenden Europameister, den Giftzwerg. Und ja, bei der Klasse ist es so, da muss, wie der Name schon sagt, freie Klasse, da muss nicht unbedingt ein Schlepper existiert haben, sondern hier, das sind Eigenbauten. Das heißt, man baut sich den Rahmen selber, man muss laut Reglement natürlich auch einen Käfig fahren bzw. aufbauen, einen Überrollkäfig. Warum? Das zeige ich euch jetzt mal eben. Ihr habt es gesehen, das geht schon anders zur Sache. Wir
mal eben ganz grob die Eckdaten. Wie gesagt, wieder 500 Kilo Gesamtgewicht, Maschine mit Fahrer drauf, vollgetankt, so wie er vom Bremswagen steht. Hier hat man ganz andere Möglichkeiten, andere Motoren zu fahren. Ich sag mal, Reglement sagt maximal 1,3 Liter Hubraum, maximal 4 Zylinder. Es können Dieselmotoren gefahren werden, es können Benzinmotoren gefahren werden. Dieselmotoren darf man sogar mit dem Turbolader aufladen mit einem. Haben wir jetzt leider nicht dabei. Ich glaube, in Deutschland fährt auch im Moment kein Diesel in der 500 Kilo freien Klasse. Wie gesagt, Rahmen, Getriebe, kann man sich ausdenken, was man machen möchte. Und im Grunde hat man dadurch, durch diese Motoreneingrenzung, eine relativ, ja, ich sag mal, eine relativ konstante Leistung. Diese Schlepper, wie sie hier stehen, außer der eine ohne Motor, die werden jetzt um die 200 PS leisten. Gehen wir dann nachher nochmal im Detail drauf ein, was wirklich verbaut wurde bei den einzelnen Schleppern. Diese Klasse kann man ab 12 Jahren fahren. Ist also auch wirklich richtig nur Einstieg in den Pulling-Sport. Wenn man sagt, nach 4 Jahren in der 500 Kilogramm Standardklasse, ist das die nächste Aufstiegsmöglichkeit. Und ich sag mal, da geht es natürlich schon ganz anders zur Sache. Durch die eng beieinander liegende Leistung, durch die Motorenlimits, ist hier wirklich auch das fahrerische Können ganz weit vorne. Also man lernt hier wirklich Ballastierung, Lenken, Lenken mit der Bremse insbesondere auch, weil die nehmen allesamt die Nase vorne hoch. Und dann kann ich nur noch mit den Einzelradbremsen bremsen bzw. lenken. Ja, und ich sag mal, auf die Technik, da gehen wir gleich mal drauf ein. Kommen wir zur 600 Kilo freien Klasse. Das ist die Klasse, wo wir zum Beispiel mit unserem kleinen Schluckspecht auch unterwegs sind. Das ist so die neueste Klasse im Gardenpulling. Die wurde um 2012 rum wurde die eingeführt. Hier handelt es sich auch wieder um eine freie Klasse. Das heißt, wir sind wirklich bei den kompletten Eigenbauten. Rahmen, Achsen, insbesondere aber auch die Motoren können sehr, sehr frei gewählt werden. Bei Motoren haben wir auch eine Limitierung. Man kann entweder wie hier einen 5 Liter Sauger fahren, also komplett ohne Aufladung. Man hat die Möglichkeit, einen 2,5 Liter Kompressor aufgeladenen Motor zu fahren. Oder wie wir es hier zum Beispiel haben, maximal 3 Liter mit einem Turbolader. Als Kraftstoff haben wir Diesel, haben wir Benzin oder wir können auch Alkohol fahren. Zum Beispiel Insanity läuft auf Methanol. Habt ihr hier auch eine Methanolanlage drauf? Ja. Läuft auch schon auf Methanol. Aber prinzipiell kann man wirklich alles machen von, man nimmt sich einen V8-Block mit einem Vergaser drauf. Haben wir auch fahren wir auch in der Klasse. Oder man macht wirklich einen kompletten Umbau. Was ist das für ein Motor? 2 Liter 16V aus dem Golf 3. Ja, 16V aus dem Golf 3, komplett umgestrickt auf Turbobetrieb. Und das macht halt den Reiz dieser Klasse aus, dass man bei den Motorenlimits halt ja, sehr, sehr frei ist. Diese Klasse dann ab 16 darf die gefahren werden. Und auch hier, wie immer, 600 Kilo mit Fahrer vollgetankt, so wie er vom Bremswagen steht. Leistungstechnisch bewegen wir uns ungefähr so, wenn man wirklich das Mögliche sieht. Das ist aktuell noch nicht ausgereizt, aber wenn man das Mögliche sieht mit den Motorenlimits, dann geht das schon an die 1000 PS oder kann an die 1000 PS gehen. Nur nach meiner Meinung nach kriegt man das aktuell einfach nicht an die Erde mit den Reifen, die gefahren werden müssen, beziehungsweise mit den Limits. Aber das geht schon ordentlich voran. Ich zeige euch hier mal ein Video vom Lauf. Ja, und hier bewegen wir uns dann halt wirklich schon ja, leistungstechnisch und auch von der Geschwindigkeit ja, fast Richtung Traktorpulling, kann man so sagen. Hier haben wir jetzt ein 600 Kilo Kompaktdiesel, die vierte und letzte Klasse des Gardenpullings. Ihr seht es schon, rein optisch schon, es handelt sich um Trecker, die mindestens mal die Optik eines bestehenden Modells haben müssen. Wobei der Aufbau
wiederum eher dem eines freie Klasse-Treckers entspricht. Das heißt, der Rahmen wird selber gebaut, die Getriebe sind selbst gebaut. Das kommt halt alles nicht aus dem Traktor, aber die Optik und die ganz groben Proportionen, die müssen halt stimmen. Hier haben wir leider nicht den Fahrer heute da, der ist leider verhindert. Aber Svenja, die hat früher auch mal an 600 Kilo gefahren, kompakt diese, wie hieß er nochmal? Red Flash. Red Flash. So, und gehen wir mal ganz kurz auf die Limits ein, beziehungsweise auf die Reglementierung. Wiederum 600 Kilo mit Fahrer mit Sprit vorm Bremswagen. Motorentechnisch, wie der Name oder der Name der Klasse schon sagt, Kompakt Diesel. Wir haben es hier mit Dieselmotoren zu tun. Mit einer kleinen Einschränkung komme ich gleich zu. Vier Zylinder, 2,5 Liter Hubraum, ein Turbolader. Der Motortyp muss nicht aus einem Traktor stammen, sondern es werden häufig, ich sag mal, TDI-Motoren. Was hast du in deinem drin? Ich hatte einen 1,9er drin. Das sind auch die typischen 1,9er Polo-Motoren, die alten. Das ist so das typische. Oder Peugeot-Motoren sind auch mittlerweile viele verbaut. Ich sag mal, weit verbreitet sind halt die Motoren von VW, TDI, Peugeot. Da gibt es einige Motoren, die wirklich tauglich sind, dass man die leistungstechnisch wirklich sehr, sehr hoch treibt. Ich denke mal, wir werden uns leistungstechnisch ungefähr bei zwischen 400 und 600 PS müsste man ungefähr rauskommen. Ich zeige euch mal ein Video davon, von einem Zug. Und auch da seht ihr insbesondere, das ist schon sehr, sehr wild, beziehungsweise kann schnell sehr, sehr wild werden. Wir haben einen relativ kurzen Radstand, sehr, sehr viel Leistung drin, hohe Radgeschwindigkeiten. Das macht den Reiz dieser Klasse halt aus. Es gibt jetzt eine Neuerung. Seit einigen Jahren wird versucht oder versuchsweise wird auch erlaubt, dass man anstatt Diesel mit Methanol fahren darf. Wichtig ist halt, der Motortyp muss vorher ein Diesel gewesen sein, darf dann aber ähnlich, so wie es bei den Superstocks auch gemacht wird, auf Methanol umgebaut werden. Das macht die ganze Sache halt ein bisschen, ich sag mal, unkritischer, weil Dieseltechnik ist schon echt ein kompliziertes Ding. Aber wenn man es dann im Griff hat, ist das ja sehr, sehr spaßig. Nur um die Klasse halt wieder ein bisschen zu pushen, wurde gesagt, komm, wir fahren auch oder wir erlauben Methanol, gucken, wie sich das entwickelt. Und ja, wenn das dann passt, wird das sicherlich auch beibehalten werden. Wir haben das jetzt so geplant, wir werden eine kleine Videoreihe machen. Das soll es nämlich für heute jetzt erstmal schon gewesen sein. Und jetzt gehen wir nämlich da dran und stellen Trecker für Trecker im Detail vor. Freut euch auf die Videos, abonniert den Kanal, verpasst da nichts. Und ich würde sagen, man sieht sich auch bis bald.